Pferdefans, aufgepasst! Wir sind für euch Backstage. Hallo. Hallo, wir sind heute für euch beim Hohenzollern Reitturnier und blicken mit euch hinter die Kulissen. Kommt mit! Von Dressur- und Springprüfungen über Voltigierprüfungen, von Nachwuchsreitern bis zu den Profis, ist alles dabei und viel geboten. In den mobilen Stallungen übernachten insgesamt 204 Pferde. Während des Turniers gibt es ca. 120 Helfer, die mit anpacken. Stefan ist der Pferdepfleger von dem berühmten Springreiter Hans-Dieter Dreher und das seit über 14 Jahren. Sie waren schon fast auf der ganzen Welt zusammen unterwegs. Er hat uns die Sportpferde von Hansi gezeigt und erzählte, was er alles zu tun hat. Bei einem Turnier pflegt er zwischen 2 und 6 Pferden. Juniorchef Felix sagt: "Ich bin das Mädchen für alles. Ich kümmere mich um die Stallungen, Waschplätze und die mobilen Boxen." Er sagt, das schönste Zusammensein findet oft in den Stallungen statt. Manche Turnierreiter haben ein ganzes Zelt für sich und ihre Pferde belegt. Jenny ist auch eine sehr erfolgreiche Turnierreiterin. Sie reist mit ihrem Pferdetransporter von Turnier zu Turnier. Wir sind schwer begeistert, wie schick der LKW ist. Der Wohnbereich ist total gemütlich. Es gibt sogar einen Fernseher und eine direkte Anschlusstür zu den Stallungen. Und wisst ihr was? Jenny fährt das Riesending immer selbst. Eine Pause zwischendurch muss sein. Ich bin Fan von den Krebs. Danach ging es weiter mit unserer Tour. Wir durften den Parcours ablaufen. Das machen die Reiter und Reiterinnen, um Abstände zu messen und ein Gefühl für die Hindernisse zu bekommen. Im Richterturm werden die Reiter und Reiterinnen bewertet. Am meisten hat uns die gute Sicht auf den Parcours und die Stimme der Sprecherin gefallen. Und geplant will so ein Parcours ja auch sein. Da durften wir auch über die Schultern spickeln. Es ist unglaublich, was alles hinter so einem Turnier steckt. Egal ob vor oder hinter den Kulissen, da müsst ihr das nächste Mal unbedingt hin. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da.